Hallo und willkommen bei den Spezialisten für BMW Mercedes. Heute geht es um eine Diagnose von einer S-Klasse 221er 320 CDI 2007 Baujahr. Warum eine Diagnose? Worin unterscheiden sich die Diagnosen? Viele Sachen oder viele Krankheiten hat jedes Fahrzeug. Problem ist natürlich, wenn man alle Marken durch die Bank wegmacht, kann man nicht einfach alle Sachen wissen. Es geht einfach nicht. Man ist halt auch menschlich begrenzt. Deswegen haben wir uns entschieden, auf zwei Marken uns zu spezialisieren und haben natürlich jeden Tag mit diesen Marken auch zu tun. Bestimmte Motoren, bestimmte Baujahre, bestimmte Krankheiten. Viele Sachen, die teuer sind in der Reparatur, kann man im Vorwege schon sehen, prüfen und so weiter und so fort. Problem ist, dass die Niederlassungen von Mercedes sind dermaßen überlastet, dass sie einfach sich auf solche Sachen nicht konzentrieren. Das heißt, sie machen natürlich die ganzen Services. Manche Sachen, die man halt machen muss oder machen sollte, gehen auch über die Mercedes-Services hinaus. Weil es gibt einfach bei jedem Fahrzeug, bei jedem Hersteller eine Art Sollbruchstellen. Und Sollbruchstellen kann man im Vorwege halt modifizieren oder gucken, dass sie halt nicht kaputt gehen. Diese ganzen Geschichten macht man am besten mit einem originalen Mercedes. So ein Tester ist natürlich nicht teuer, nicht günstig, teuer ist er relativ schon. Deswegen hat so ein Tester nicht jeder, außer jetzt die Niederlassung von Mercedes zum Beispiel. Da wir uns auf zwei Marken spezialisiert haben, Mercedes und BMW, brauchen wir natürlich so ein Gerät, obwohl das halt relativ viel kostet, weil wir damit jeden Tag arbeiten. Wir können damit Updates machen, wir können programmieren, wir können machen, was eine Niederlassung halt machen kann. Nur wir haben noch ein paar mehr Möglichkeiten, weil wir halt noch andere Geräte dazu. Der große Vorteil an so einem System ist, dass man halt relativ weit in das Fahrzeug reinkommt. Das heißt, man hat, der Tester wurde ja für das Fahrzeug entwickelt, deswegen hat alle Möglichkeiten, die man sich halt vorstellen kann. Man kann sich die Ist-Werte angucken, man kann bestimmte Prüfungen machen, um einfach im Vorwege zu sehen, was ist fällig oder was wird bald irgendwie im Arsch gehen. Deswegen ganz einfach wichtigsten Sachen. Bei diesem Fahrzeug gucken wir uns die wichtigsten Sachen an. Das ist einmal die Injektoren. Man kann anhand der Laufrohrlegung sehen, in welchem Zustand sind die Injektoren. Wenn die Injektoren halt nicht mehr so ideal sind, wir haben hier Sollwerte, wir haben Ist-Werte, ist halt idiotensicher. Man kann ganz genau sehen, in welchem Zustand sind die. Und je nachdem, wie der Zustand halt ist, kann man die Injektoren halt reinigen oder man muss sie halt tauschen. Ne? Nur je früher man das halt im Endeffekt sieht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die Injektoren halt sehr, sehr lange fahren kann. So eine Injektorreinigung ist relativ günstig, wird elektronisch als auch sozusagen physisch gereinigt und bringt auch relativ viel, aber natürlich kann man nicht erwarten, dass man ein Fahrzeug mit 250.000 irgendwie kauft und dann irgendwie die Injektoren wieder neu bekommt. Wenn man aber alle, sagen wir 100.000 Injektoren mal reinigt oder alle 50.000, dann werden die entsprechend halten. Deswegen hat man natürlich die Möglichkeit über den Tester, sich die Laufregelung anzugucken und gucken, in welchem Zustand sind die Injektoren. Denn der Mercedes-Tester hat ja auch Sollwerte. Was bringen mir die Ist-Werte, die vielleicht irgendwie ein Multimarkentester mir sagt, wenn ich die mit nichts vergleichen kann? Ne? So. Wenn wir die Injektoren uns angeschaut haben, ist der zweite Schritt der Partikelfilter. Partikelfilter ist ein relativ teures Teil. Bei diesem Fahrzeug kostet der Partikelfilter 2.500 Euro, also relativ viel. Ne? Wenn ihr nicht wisst, was Partikelfilter ist, kann ja auch sein. Partikelfilter ist ein Bauteil, das sitzt hinter dem Turbolader und der sozusagen filtert die Partikel aus dem Ruß heraus. Ne? Weil der Diesel entwickelt entsprechend halt Ruß und diese Rußpartikel will man natürlich nicht nach außen kriegen, deswegen werden die halt in einem bestimmten Behälter. Der ist hier vorne, könnt ihr euch mal angucken, damit ihr nicht so viel quatschen. Also das ist ein Partikelfilter, sieht das halt das Ding aus. Das heißt, das ist der Turbolader, sogar der Turbolader aus so einem Modell. Und der Partikelfilter wird entsprechend, hier wird der ganze Scheiß halt sozusagen gefiltert. Und wenn das Auto eine bestimmte Beladung gemessen hat und wir auf der Autobahn sind oder auf der Landstraße über 60 fahren, dann startet das Fahrzeug eine Regeneration, dann wird sozusagen der Ruß in Asche umgewandelt. Ne? Das ist halt sozusagen der Partikelfilter. Warum ist das für uns wichtig? Ganz einfach, weil der Partikelfilter ist natürlich relativ teuer. Wir wollen den natürlich so lange wie möglich behalten, weil nicht jeder möchte 200.000 Euro für so einen Teil investieren. Das Problem ist einfach, der Partikelfilter, damit diese Regeneration funktioniert, müssen einige Bedingungen erfüllt sein. Das bedeutet, erstmal müssen die Thermostate funktionieren. Wenn die Thermostate nicht funktionieren, dann findet auch keine Regeneration statt. Egal wie voll der ist, egal wie viel er auf der Autobahn fährt, es findet keine Regeneration statt. Das ist halt eine wichtige Sache. Ihr wisst aber gar nicht, ob euer Thermostat funktioniert, denn im Auto ist es trotzdem warm, obwohl das Fahrzeug irgendwie vielleicht 75 Grad oder 70 Grad erst Kühlmitteltemperatur hat. Ne? Das ist ein Punkt. Es gibt auch ganz viele andere Punkte, weil es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, damit zum Beispiel so ein Partikel regeneriert. Und mit dem Tester können wir über die Ist-Werte uns ganz genau gucken, wie voll ist der Partikelfilter. Ne? Das heißt, welche Werte haben wir? Welche Werte haben wir von Ruß? Welche Werte, errechneten Werte haben wir von der Asche? Das können wir entsprechend hier sehen. Wir könnten eben auch den Abgasgegendruck messen, denn der Partikelfilter hat so einen Sensor. Ich habe den wahrscheinlich, den habe ich schon hier raufgepackt.
Der nennt sich Abgas-Gegendrucksensor. Bei Mercedes heißt der Differenzdrucksensor, ist im Endeffekt der gleiche, gleiches Patent. Der misst einfach, wie viel sozusagen Abgas-Gegendruck oder wie viel Differenzdruck haben wir und können wir ganz genau sagen, wie voll ist der Partikelfilter. Wenn der Partikelfilter eine bestimmte Beladung erreicht hat, dann muss man was machen, damit er nicht kaputt geht. Ne? Weil wenn der Partikelfilter immer voller und voller wird, haben wir natürlich eine größere Beladung auf den Turbolader und dadurch kann das halt entsprechend halt teuer werden. Turbo kann auch kaputt gehen. Denn wie gesagt, der Partikelfilter sitzt hinter dem Turbolader. Wenn der Partikel immer voller wird, hat natürlich der Turbo immer gegen irgendwas gegen anzuarbeiten und geht kaputt oder der Ladungssteller geht kaputt und so weiter und so fort. Deswegen kann man im Endeffekt prüfen, wie stark ist der Partikelfilter beladen. Wenn er, sagen wir mal, eine bestimmte Beladung hat, kann man ihn reinigen. Es gibt verschiedene Arten, den zu reinigen. Da wir nur uns mit Mercedes und BMW beschäftigen, haben wir natürlich geguckt, welche Reinigung ist am effektivsten, bei welchem Modell, bei welchem Motor und welche Methode macht am meisten Sinn. Manchmal bei einer bestimmten Beladung macht gar nichts mehr Sinn, weil der einfach kaputt ist oder der Turbo so viel Öl schmeißt, dass der Partikelfilter einfach voll Öl ist. Deswegen, das muss man immer von Fall zu Fall halt separat sozusagen betrachten und uns angucken. Bei dem Fahrzeug, was halt sehr oft oder sehr viele Probleme macht, ist halt das Automatikgetriebe. Das gucken wir auch in der Diagnose, denn man hat die Möglichkeit im Automatikgetriebe die Adaptionswerte sich anzugucken. Die Adaptionswerte im Automatikgetriebe sind nicht einfach nur so dahin reingeprogrammiert worden, dass man die auslesen kann. Man kann mit den Werten auch irgendwas anfangen. Ne? Problem ist, die meisten haben davon keine Ahnung. Viele Mercedes-Niederlassungen halt auch nicht, weil das ist halt ein sehr spezielles Gebiet, die sozusagen Adaptionswerte. Von daher muss man wissen, was sie bedeuten. Nicht immer macht es Sinn, die Adaptionswerte zurückzusetzen, weil manchmal nach dem Zurücksetzen läuft das Auto schlechter als vorher. Ne? Deswegen muss man immer halt schauen. Aber anhand der Werte kann man zum Beispiel sehen, in welchem Zustand ist mein Getriebe. Ne? Wurde schon mal eine Getriebespülung gemacht? Wurde die nicht gemacht? Passt ungefähr die Laufleistung? Weil ein Auto kann auch mal sozusagen manipuliert sein. Das Ding kann nicht 100.000 oder vielleicht 250.000 gelaufen haben. Ihr wisst davon aber nichts. Aber das kann man alles relativ eindeutig über die Adaptionswerte und die Istwerte halt des Autos sehen. Ne? Das sind halt die wichtigsten Sachen. Wenn wir zum Beispiel wie hier ein Verteilergetriebe haben, kann man auch im Verteilergetriebe halt reingehen, einzelne Werte sich angucken. Wie gesagt, Batterie spielt eine sehr, sehr große Rolle. Die kann man auch sehen, die Beladung von der Batterie. Deswegen muss man immer halt schauen, dass man zumindest mal einmal im Jahr mal so ein Fahrzeug mal einmal auslesen lässt, am besten mit einem Mercedes-Tester, dass er auch tief genug in die Fahrzeuge reinkommt und auch die einzelnen Ist- und Sollwerte vergleichen kann. Ob der Ladedruck stimmt, ob im Endeffekt zum Beispiel Ladedruckregelung richtig funktioniert, der im Turbolader halt ist. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Sachen, sehr viele Krankheiten an dem Fahrzeug, die man halt anhand des Testers gucken kann. Und wenn man halt schon drin ist, kann man halt schauen, ob zum Beispiel nicht für ein Mercedes oder für ein Motorsteuer oder ein Automatikgetriebe steuert ein Update existiert. Da gibt es aber separate Videos von uns zu diesem Fahrzeug oder zu anderen Fahrzeugen, die über Updates halt gehen, weil es ist immer sinnvoll, ein relativ neues Update zu haben, zumindest auf dem Motor und Getriebe. Von daher, wenn ihr so ein Fahrzeug fahrt und nicht so viel investieren möchtet oder vorhabt, ein Fahrzeug oder ähnliches Auto zu kaufen, ist es immer sinnvoll, vorab eine Diagnose zu machen. Dann wisst ihr ganz genau, was mit eurem Fahrzeug los ist, ob die Injektoren in Ordnung sind, Partikelfilter, Turbolader, Automatikgetriebe. Es gibt hier relativ viele Sachen, was man halt im Vorwege prüfen kann, Thermostat und so weiter, Glühkerzen, also wirklich sehr, sehr viele und auch teure Sachen. Und dann weiß man entsprechend, was los ist und kann das rechtzeitig alles halt machen. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen, dass ihr mal so einen Einblick habt, was bei einer Diagnose wichtig ist und dass man auch das vernünftige Equipment haben muss, um diese Sachen durchzuführen, machen zu können und nicht mit irgendeinem 5-Euro-Gerät, wo man halt die ganzen Fehler halt nicht mal richtig auslesen kann und halt nicht tief genug in die Fahrzeuge reinkommt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.